Teichrosen flechten sie draußen sahen, wo Stirn und Nacken sich einzumalen. Als bangte jede des Mondes Licht, selbst Körner bräunen ihr Angesicht. Und dann schwingen sie Tänze, dann tönt ihr Gesang zu Neckens melodischem Saitenklang, bis blasser das scheidende Mondlicht blinkt und Schloss und Neck und Nixen versinkt. Stillen, lichten, stand wie ein Turm im Mond, das Horn so hell, und jeder Schritt geschah, es aufzurichten. Es war einmal ein Steinmetz, und dieser Steinmetz war mit sich und seinem Leben eigentlich sehr zufrieden. Doch eines Tages, da kam ein reicher Kaufmann des Weges daher. Da sah der Steinmetz all den Reichtum und all die Pracht und dachte sich, dieser Kaufmann, er ist weitaus reicher und mächtiger als ich. Ich wünschte, ich wäre der Kaufmann. Und zu seiner großen Verwunderung, im nächsten Moment, da war er der Kaufmann. Und soll ich dir von Eichenlaub zwei Purpurkleider schneiden, so musst du flechten mir ein Bett aus Lilien und aus Weiden. Soll ich flechten dir ein Bett aus Lilien und aus Weiden, so musst du mir die Sterne zählen, die an dem Himmel scheinen. Und was dir nie möglich erschien, doch blieb tief im Wald jenes magische Lied, das Zauberwort, das die Hexe verriet. Licht nur sieht.